Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit der Familie Honk. Ich bin der Palzi und zwischen den Folgen habe ich ein bisschen überlegt. Es steht ja morgen vierfach Geburtstag an. Manfred und die Drillinge altern. Und mich hat das schon genervt, dass die zwei ständig mit auf die Glotze geschaut haben. Und da wir die Glotze aber zuletzt relativ selten genutzt haben, weil halt doch viel in die Kinderbetreuung an Zeit gewandert ist und ab morgen die drei ja auch jeweils Töpfchen gehen, laufen und sprechen lernen müssen, das war gerade der andere Rechner. Der kann mal einen Mund halten. Da gab es einen kleinen Warnhinweis. Möchte ich das eigentlich nach oben haben? Wenn wir nach oben wollen, müssen wir da natürlich ein bisschen was wegräumen in irgendeiner Art und Weise. Den Schaukelstuhl können wir erstmal hier reinstellen. Das Zimmer wird ja eh nicht genutzt. Genauso kann die Kiste da rein. Das würde ich gerne lassen hier in dem Raum, aber muss nicht unbedingt an der Stelle sein. Erstmal nach da. Hüpfekästchen kann man mit Sicherheit auch hier spielen. Ach, die können auch, wenn sie Hüpfekästchen spielen wollen, können sie auch nach draußen gehen. So. Denn dann können wir das Sofa doch mit Sicherheit dahin stellen, können dann die Pflanze da in die Ecke bringen. Du kannst dahin, dann die Glotze mit hoch. Dann könnte man da jetzt auch den Teppich hinlegen. Und dann brauchen wir noch die Spielekonsole. Natürlich ganz gerne hier irgendwie wieder. Nee, direkt davor ist bei der Reparatur meistens. Oh, Reparatur. Horst muss ja noch was reparieren. So, dann ist das weg und die Kiddies haben hier ein bisschen Platz und hängen vor allen Dingen nicht mehr vor der Glotze. Könnten dann das Puppenhäuschen sogar mit rausbringen. Tut aber auch keinem weh. Naja, komm. Dann können sie da mit dem Puppenhäuschen spielen, gegebenenfalls. So, das war rein kosmetisch jetzt. Ansonsten, hier werden Kiddies ins Bett gebracht. Du hast deinen Auftrag, du hast Folgeauftrag, ihr drei seid am Essen. Ansonsten alles gut. Wer zur Hölle ist Eric? Interessiert mich das? Eigentlich nicht. Kurz mal rein. Story Progression, allgemeine Einstellungen. Freunde interessieren mich nicht. Jetzt müsste es ja passen, ne? Ehepartner, romantisch, Verwandte. Genau, das reicht mir an Informationen. Ansonsten wird es hier echt zu viel langsam. Oh, Manfred möchte den Abwasch machen. Das ist so wie passiert eher als ein Buch über Logik zu kaufen. Horst macht eh nie Abwasch, braucht aber Hygiene. Geburtstagsparty machen wir nicht. Ihr zwei seid am Pennen. Du gehst noch duschen und danach ins Bett. Beide haben einen Kinderwunsch. Hildegard ist gealtert auf Erwachsene.
Und das heißt, kein Baby machen mehr, sondern nur noch. Wieso solltest du Leni Honk baden? Hat die wieder Flöhe? Ach nee, ist kein Flohbad, okay. Das heißt, da sie beide Kinderwunsch haben, risikoreiches Techtelmechtel. Hamburger Rezept lernen, ja, aber das dauert eine halbe Ewigkeit noch. Wie ist denn das oben? Bist du durch? Wie weit bist du? Nee, das dauert noch. Dann, duschen kannst du auch morgen. Du wirst noch auf Toilette gehen. Und danach kannst du schlafen. Du hast noch jede Menge Energie, weil du ein Nickerchen gemacht hast im Schaukelstuhl. Aber du wirst ja gleich eh den Abwasch übernehmen. Oh, der Hund stinkt aber wirklich. Vielleicht muss der doch gleich nochmal gebürstet werden. Na, jetzt mach erstmal den Abwasch da. Die sind gerade unter die Dusche. Was hast du vor? Wie wär's, wenn du erstmal kaust, wie das ist? Es hat nicht gebimmelt. Oh, eine nackte Hildegard. Das darf nicht sein. Jetzt hat sie hier. Okay, ich habe das Karriere-Outfit mal geändert, falls sie irgendwie das Bedürfnis hat, Karriere-Outfit anzuziehen. Das war ja irgendwie letztens auch irgendwie ein Unding. Hier sind alle bis auf Heinrich am Schlafen. Nee, Hilde muss ins Bett. Kein Wenn, kein Aber. Du kannst dich noch mal um Heinrich kümmern. Und die anderen beiden schlafen aktuell. Naja, dann. Spielen. Flasche geben und kuscheln. Jo, Abwasch muss sein. Und da freue ich mich auch, wie ein Schneekönig, dass mir das geglückt ist. Geschirr in die Spülmaschine stellt, das schafft nicht jeder. Nur die klügsten Köpfe sind in der Lage, das zu bewältigen. So, Hilde, ab ins Bett mit dir. Oh, ich bleibe länger wach. So ist das. Was habe ich überhaupt? Angeln, Logik. Oh, ich weiß, was ich mache. Nachdem ich ein sehr gesundes Nickerchen. Galaxie absuchen. Böse astronomische Vorgänge beobachten. Auf jeden Fall. So, die Mädels sind im Bette. Horst ist noch dabei. Da ist aber die nächste gerade wach geworden, glaube ich. Dann kannst du die wohl auch noch versorgen. Ja, auf jeden. Die Adelheid. Adelheid. Schenk mir einen Gartenzwerg. Ja, ich werde euch schon dabei ertappen, wenn ihr versucht, die Erde zu erobern. Die Flugabwehrsysteme habe ich leider noch nicht installiert. Dazu muss ich erst den Hermann treffen und ihm zu meinem Luftfahrtsminister erklären. Ja.
So, und dann fehlt ja theoretisch noch einer. Und der hat eigentlich auch schon. Also, machen wir den jetzt auch gleich noch? Besser wär's. Komm, Horst. Spielen. Flasche geben. Kuscheln. Dann ist das nämlich erledigt. Und danach darf es auch schlafen gehen. So, das heißt, der einzige Honk, der dann noch wach ist, müsste eigentlich, mal abgesehen von den Babys, ja, böse Machenschaften. Ich werde sie dabei ertappen. Müssen wir ein bisschen aufpassen wegen des Energielevels. Ein bisschen schlafen soll er ja auch noch. Meine Logik. Durch nichts zu vergleichen. Und jetzt. Ach ja, ein Zauberprofi. Auf was für Ideen ich manchmal komme. Da muss ich selber lachen. Ab ins Bett mit mir. Oh, Hundi schläft tatsächlich mal im Hundebett. Ich glaub's ja nicht. Ich mag keine Clowns. Die will ich anbellen oder beißen. So, dann aber hier die Aktionen festlegen, damit die dann wieder runterkommen. Du brauchst Hygiene morgen früh, du nicht. Du kannst direkt runter. Bei dir ist alles erledigt. Das heißt, das obere Bad steht dir zur Verfügung zum Duschen. Und danach kannst du auch wieder runterkommen. Manfred. Benutzen und eine böse Dusche nehmen. Ja, so muss es sein. Und hier, ihr braucht einfach nur nach da und Abmarsch. Höchstgeschwindigkeit durch die Nacht. Da gab es gerade eine leichte Verzögerung. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, aber fehlt noch, dass jetzt ein Einbrecher oder sowas kommt, aber ich höre keine Musik. Wer ist eigentlich erwacht die? Also hier ist klar, du bist relativ weit. Kiddies sollten auch relativ schnell dabei sein. Manfred hängt jetzt ein bisschen her. Unerträglich! Ich will als Erster ins Bad. Ich will meine Privatsphäre. Da geht's los. Aber Mutti müsste ja auch bald kommen, eigentlich. Da geht's hier los. Die zwei sind auch wach. Oben wird noch geschlafen. Mutti wird die erste sein. Du bist aber auch nicht mehr weit von entfernt. Das ist gut. Dann kannst du dich um die zwei kümmern. Mutti hätte gerne eine Spieluhr.
Sollen wir uns eine Spieluhr gönnen? Ach, warum eigentlich nicht? Kinderzimmer, Spielzeug. Spieluhr mit Gartenzwerg. Oder kann man die auch auf den Tisch stellen? Ach, die kann man auch auf den Tisch stellen. Dann machen wir doch das. Stellen wir die doch dahin. Ach so, vielleicht sollten wir sie erstmal gescheit färben. Das ist das Honkholz, aber quer, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das geht ja mal gar nicht als Futter. Hier oben, ja, das kann grün bleiben. Da habe ich nichts drum. Das ist so eine Art Metall. Dann nehmen wir doch da auch Metall. Ach, das ist hier an der Seite gewesen, der Schlüssel. Und das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art Innenfutter, ne? Mal das Ding einfach hier stehen. Ach, wir können es ja auch hier stehen lassen. Vielleicht kommt jemand auf die Idee, das zu benutzen, wenn es da im Arbeitszimmer. Ah, den Rechner müssen wir auch noch reparieren. Sonst kann Hilde keine Bücher mehr schreiben. Wie sieht es mit Wünschen aus? Eigentlich ganz gut. Dann, wie sieht es aus mit. Schneller Lerner ist noch nicht, bei dir auch nicht. Oh, da war massiv aufgeholt. Das sind ja nur 1400 weniger hier. Da geht auch noch nichts. Horst. Wir machen uns ja mal Gedanken über Horst. Was könnte Horst noch brauchen? Und solche Sachen wie unentgeltlich Speisen und so wird natürlich alles gut zu Horst passen, aber ich überlege wirklich ernsthaft, sogar ernsthaft noch in dieser Folge, ihm einen fixen Job zu suchen. Welche Jobs würden passen zu Horst? Er hat hohes Geschick und Logik. Von Geschick profitiert er zum Beispiel extrem bei der Militärkarriere. Dass wir Horst vielleicht doch noch zum Militär schicken? Er hat noch ein bisschen 7 Tage Alterung, bis er zum Erwachsenen wird. Und wie gesagt, wir sind inzwischen bei 8 Kindern und es kann ja trotz, obwohl ich keine die Aktion Baby machen nicht mehr durchführe, sondern nur noch risikoreiches Techtelmechtel, heißt das ja nicht, wenn die da nicht täglich dabei sind. Ich meine, das sind 50 Tage bei einer 10% Wahrscheinlichkeit. Ist der Erwartungswert nochmal 5 Kinder, ne? Das, also 50 Tage erwachsen. Aber wenn Erwachsenenalter zur Hälfte durch ist, dann streiche ich auch risikoreiches Techtelmechtel. Aber es könnten durchaus noch 2, 3 Kinder kommen. Und dank Hormontherapie, sagen wir mal 2, 3 Geburten. Und dank Hormontherapie könnten das durchaus noch mehr Kinder werden, die ich alle irgendwie ausziehen lassen möchte. Und von daher sollte Horst schon einen Job kriegen. Wahrscheinlich hat ihm Hilde den Floh in Anführungszeichen ins Ohr gesetzt. Und ich glaube, Militär wird passen zu Horst. So unrasiert und langhaarig, wie er rumläuft, ist bestimmt super beim Militär dann für ihn. Die Spieltruhe wollte auch schon lange niemand mehr nutzen. Also hier die Kostümtruhe.
Naja, ich spanne die Kinder aber auch massiv bei den Kleinkindern mit ein, muss man halt auch sagen, ja. Okay, das wäre erledigt. Du. Also Horst ist noch nicht so weit, dadurch, dass er sich um die drei Kleinen gekümmert hat, geht das gar nicht. Hilde muss aufstehen. Heinrich schläft noch. Dann fang doch einfach mal mit Adelheid an. Sozial, Hunger, Hygiene, alles. Einfach alles. Schmutzige Windel, spielen, Flasche geben und kuscheln. Und wenn du runterkommst, meine Liebe, dann bist du für die zwei zuständig. Und hier bitte den Anruf ignorieren. Mit Heinrich kuscheln. Nee, Wippe ist nicht. Kommst gerade. Du kommst. Wie sieht's hier aus bei euch beiden? Friedrich hat den größeren Hunger. Dann fang da erstmal an. Outfit wechseln, Alltag. Wie lange braucht der noch? Der braucht noch ein paar Tage, na ja. Ja, gleich die unangenehme Situation mit fünf Kleinkindern. Und ich habe keine Ahnung. Ein Bett könnten wir vielleicht hier noch reinstellen. Vielleicht auch zwei, wenn ich die beiden Dinger rausnehmen würde, auch alle Betten. Dann könnten wir den Computer wieder runterholen. Ach, können wir uns dann immer noch Gedanken machen, wenn sie alle frei, wenn sie alle freigelassen sind. Outfit wechseln, ja, und das reicht auch erstmal. Was machen denn die anderen beiden? Sind die schon so weit? Nee. Du hast jetzt den Wunsch, mit Siegfried zu kitzeln, okay. So, wenn du fertig bist, kannst du Adelheid da absetzen. Also von den vier Geburtstagen werde ich nur einen in Anführungszeichen feiern. Die Babys werde ich auf Klick zu Kleinkindern altern lassen. Nee, sie geht zum Absetzen immer noch da. So, dann gib ihm mal gleich noch das Fläschchen. Und dann ist Siegfried dran. Outfit wechseln auf Alltag. Du möchtest ihn kitzeln. Gut. Manfred hat Geburtstag. Adelheid, Heinrich und Leopold. Vier Geburtstage an einem Tag. Dein Sim hat einen gesegneten Appetit und ein paar Funde zugelegt. Hier, Fanservice, 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 Fanservice. Die Fans von Rosamunde. Du kannst auch mal aufstehen jetzt da. Damit wir deinen Geburtstag auch gebührend feiern können. Jawohl, das muss sein. Die ganze Welt ist eingeladen, nachdem ich sie unterjocht habe zu meinem Geburtstag. Ja, du hast so tolle Wünsche. Jetzt ist der nächste fällig. Das war. Nee, Leo war ja der letzte. Der erste war Heinrich von den. Ach, ist auch egal.
Wem geht's denn schlechter? Heinrich geht's schlechter. Also wirst du dich jetzt erstmal um Heinrich kümmern. Auch da das volle Programm. Also schmutzige Windel. Spielen. Flasche. Kuscheln. Mach erstmal nur schmutzige Windel. Unter Umständen können wir vielleicht Hannelore noch mit einspannen. Und hier Adelheid. Shift Linksklick, nächste Altersstufe. Einfach nur hinlegen und dann altern sie. So ist das. Ihr zwei kommt runter, ne? Ja. Du junger Mann, wenn du da fertig bist mit Essen, kannst erstmal das Töpfchen benutzen und dann dahin. Hier auf dem Boden füttern. So, das ist Adelheid. Adelheid Honk. Ja, ich gehe gleich ins Stylisten. Bis gleich. Komme ich nicht rein wegen Geburtstag. Also machen wir erst weiter, ziehen wir die Geburtstage erst durch und dann werden alle Kinder gemeinsam gealtert. Obwohl, ich konnte nur nicht speichern. Ich probiere doch nochmal. Kriege ich den Stylisten? Ja, geht. Also bis gleich. So, umgestylt, gelb mit Blau als Sekundärfarbe. Und wenn Sie gerne ein Schleifchen im Haar haben möchte, dann bitte sehr. Adelheid. So, du hast wen auf dem Ho Du hast den Heinrich. Okay. Heinrich braucht noch Bespaßung und die Flasche. Also spielen. Flasche geben und kuscheln. Und dann kannst du Heinrich auch da absetzen. Du kümmerst dich. Du möchtest den Kochkanal einschalten. Kriegen wir mit Sicherheit hin. Könntest du auch jetzt tun noch, während... Wo ist denn Manfred? Ach, da ist er gerade, okay. Einschalten, Fernsehen. Da kannst du das machen, während sich deine große Schwester erstmal umzieht und dann Leo versorgt noch. Schmutzige Windel spielen, Flasche geben und kuscheln. Abmarsch. Habe ich die aus dem Inventar rausgenommen? Du hörst mal auf, mit dem zu spielen. Da habe ich wohl nicht dran gedacht. Kurzer Moment. Ja, ich habe die Betten kurz eingefärbt und können wir hier jetzt auch weitermachen. So, wenn du dann fertig bist da, dann kannst du Leopold da absetzen.
Bist du zufrieden oben? Ja, du hast Koch. Das ist auch gut. Du hast auch Spaß dabei und lernst gleichzeitig oder verbesserst dein Kochen als begabte Köchin. Sehr schön. Und dann kann Horst eigentlich auch mal langsam, aber sicher aufstehen, ja. Kann mal auf Toilette gehen, da als erstes mal anfangen. Friedrich hochnehmen. Also die ganzen schönen Wünsche hier mit Horst plaudern ist erstmal nicht. Kralle angreifen. Wir greifen keine Familienmitglieder mit der Kralle an. Damit das mal klar ist. Ja, hier wird es gleich richtig voll werden. So, das war das. Hilde, musst du noch irgendwas? Du hast hauptsächlich Hunger. Siegfried, du kannst auch das gleiche Töpfchen nochmal benutzen. Und danach darfst du gerne nach da gehen. Das ist okay. Hilde geht soweit eigentlich erstmal gut. Kannst Outfit auf den Alltag. Das kannst du auch. Wenn du fertig bist. Jetzt geht es nämlich los mit den Wünschen hier. Laufen beibringen. Adelheid das Laufen beibringen. So. Apropos Adelheid, wer liegt hier? Hier liegt Heinrich. Dann Shift-Klick, nächste Altersstufe. Wie weit bist du mit dem Duschen? Gerade angefangen. Wir wollen ja deinen Geburtstag dann. Nee, du brauchst nichts essen, Hilde. Ich sehe das. Du könntest. Ach, du brauchst auch Friedrich nicht hochnehmen. Geh mal hier hin, möglichst weit weg vom Kühlschrank. Krallenangriff, ihm beibringen, aufs Töpfchen zu gehen, ja. Oh, da ist mal gleiche Wunsch, aufs Töpfchen zu gehen. Ihr habt solche Wünsche nicht, ne? Nee. Okay, dann wieder bis gleich den Heinrich jetzt in Stylisten schicken. So, da haben wir nur noch einen von den. Ich habe jetzt die Betten auch schon umgestellt. Die Drillinge will ich in dem Zimmer haben. Die anderen beiden kommen hier rein. Einer fehlt noch und dann fehlt natürlich Manfred noch, aber ich glaube, Manfred vertage ich dann auf die nächste Folge. Jetzt erstmal hier absetzen und dann können wir da auch noch altern lassen. Leopold. Nächste Altersstufe. So, bevor ihr anfangt, irgendwie was zu essen, hier einfach mal mit Horst knutschen. Wer ist das? Hier verliebt umarmen und romantisch küssen. Du hast auch Hunger. Bist ansonsten relativ gut drauf. Wie weit ist denn Manfred? Er hatte gerade erst angefangen, ne? Nee, jetzt ist er fast durch. Wir müssen jetzt nur aufpassen, was du machst. Oh, muss ich was?
Okay, das war das. Oh. Dann sind sie doch alle durch. Kurz noch die Wünsche checken. Das Sprechen beibringen. Was hast du noch? Das Sprechen beibringen, dann bitte. Babysitter bestellen ist nicht. Kralle angreifen ist auch nicht. Bei dem Rest sieht es erstmal gut aus und ich mache jetzt noch das Styling hier. So, auch er ist in seiner Lieblingsfarbe. Ich kann allerdings gerade nicht speichern, weil noch Geburtstag angeblich läuft. Aber ich kann ja mal gucken, dass wir hier die drei vielleicht. Mal auf einen Screenshot bekommen. Das ist schon eine muntere Krabbelgruppe, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber eine Bande voller Kinder würde ich das nennen. Jutti, ihr Lieben, das wäre es aber auch für diese Folge, von der ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Kann sein, dass ich ein paar Minuten überspringen werde, weil ich nicht speichern kann, aber ich will halt einen fixen Speicherstand haben hier. Wie gesagt, hoffe, es hat gefallen. Seid das nächste Mal auch wieder bei der Krabbelgruppe dabei. Krabbelgruppe Honk. Ich meine, für die Anzahl an Kleinkindern müsste man ja eigentlich schon einen eigenen Kindergarten aufmachen, ne? Ja, mich würde freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Und genauso würde ich mich halt auch freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.